Ja, guten Morgen zusammen. Und zwar ist es Sonntagmorgen, richtig früh. Ups. Richtig früh. Und zwar haben wir folgendes Problem. Oder das Problem ist heute mal mein Auto. Und ja, da wollte ich schon seit Ewigkeiten die Achsmanschetten machen, wo ich echt nicht zu komme, beziehungsweise weil da noch ein paar andere Sachen passiert sind. Deswegen kann ich euch das nicht vorwegnehmen. Aber uns sind sie ins Auto gefahren. Ja. Und das Geile ist, oder das Ungeile ist, dass nicht nur uns einer hinten drauf gefahren ist, sondern der hat uns sogar noch auf einen vorne drauf geschoben. Und so passiert jetzt schon mal nichts. Das ist also, glaube ich, schon mal mit das Wichtigste, dass nicht irgendwie irgendwas passiert ist. Jetzt rein körperliche Verletzungen oder so. Alles andere kann man ja immer irgendwie reparieren. Aber wenn da irgendwie Verletzungen sind, das finde ich persönlich immer sehr doof. Ja, wir sind alle recht cool geblieben. Ich saß nicht mit dem Auto. Das ist also meinem Sohn passiert. Und, und die Situation muss wohl so gewesen sein, dass er also jemanden reingelassen hat. Der stand also, hat jemanden reingelassen, weil er selber ja, drei Autolängen hinterm Bus stand, der jetzt Leute rein und raus lässt. Und dann wollte jemand rein vom Gehweg eben runter und er lässt ihn rein. Und dann stellt er sich natürlich ganz normal dahinter und dann kommt von hinten einer angerauscht und schiebt alles in sich zusammen. Ja. Da haben natürlich auch ein paar Leute doof geguckt, weil warum lässt er mich rein, um mir dann anschließend ins Auto zu fahren. Ja, also so war so ein bisschen die Situation. Allerdings waren alle recht cool. Dadurch, dass da jetzt so viele Leute daran beteiligt waren, also es waren insgesamt drei Autos, die da kaputt waren, musste natürlich dann trotzdem die Polizei rufen. Ja. Generell kann ich euch das nur empfehlen, da die Polizei auch zu rufen und dann ist das sauber geklärt oder in den meisten Fällen ist es sauber geklärt. Also oft mal zu sagen, komm, das klären wir später, wir tauschen Telefonnummern aus, wir brauchen da keine Polizei, weiß ich nicht. Also ich habe sie, wenn mir sowas passiert ist, auch immer gerufen. Ja, das kostet dann vielleicht auch Kohle. Ich meine, was zahlen wir jetzt dafür? 30 Euro oder so oder 35. Das ist natürlich auch ein bisschen Geld. Allerdings, wenn dann später so Geschichten verdreht werden oder so, das ist natürlich dann mega kacke und dann hast du kaum noch eine Chance, dich dagegen irgendwie zu wehren. Und deswegen tun vielleicht diese 30 oder 35 Euro, aber sind dann zwar weh, aber die Polizei war da. So, und ja, nichtsdestotrotz soll das wohl richtig schön geknallt haben. Ja, so ein Unfall ist ja generell auch immer recht laut. Und wie das dann so ist, bin dann angerufen worden und sollte mal eben vorbeikommen und gucken, machen, tun. Ja, und das war die Kurzgeschichte. Und jetzt geht es natürlich los. Wir waren nicht schuld, ja. Also uns ist einer drauf und wir sind dann wieder jemandem drauf. Und jetzt gucken wir uns das Auto gleich mal an. Beziehungsweise schauen mal, was wir denn jetzt machen müssen. Also hier ist es so, dass der Stoßfänger auf jeden Fall kaputt ist. Vorne stimmt auch irgendwas nicht. Das gucken wir uns das gleich nochmal im Detail an. Und wir haben jetzt Sonntagmorgen. Es ist kurz nach 8 und ich habe einen sehr guten Bekannten, der guckt sich dieses Auto an, weil jetzt kommen wir wieder so in dieses Thema, wann brauche ich einen Kostenvoranschlag und wann brauche ich ein Gutachten. Da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen und ich glaube auch, dass das nicht eindeutig wirklich genormt ist. Ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Versicherung ab, wie inwiefern da was verlangt wird. Und ich habe jetzt hier jemanden an der Hand, der guckt sich jetzt heute dieses Auto mal an. Und aber selbst wenn es 1000 Euro sind, eine Stoßstange neu mit Lackieren, ist schon mal 1000 Euro, also locker. Ja. Und ja, aber trotzdem, wir wollen das alles safe haben. Das heißt, gleich kommt ein Kumpel vorbei, der guckt sich das mit an. Der ist Sachverständiger, also das ist jetzt keine Mauschelei. Und den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Und der guckt jetzt nachher mal mit mir. Und deswegen fahren wir dahin. Wir wollen das Auto natürlich jetzt erstmal anheben, damit wir auch wirklich gemeinschaftlich gucken können, was da wirklich ist und was wir später alle reparieren müssen. Das heißt, auf geht's zur Garage und wir schauen mal, was der Trumpf ist. Ja, Leute, so sieht das Auto jetzt aus. Wir fangen mal hinten an. Und zwar haben wir jetzt hier oben ist der Lack abgeplatzt, so wie es aussieht. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier auch Macken und Kratzer sind. Das werden wir nachher dann auch nochmal sehen müssen. Auch hier, ne, ist kaputt. Hier Stoßfänger gebrochen. Hier das Nummernschild, ja, ist auch
schön eingestanzt alles, hängt hier lose rum, da ist er kaputt. Der Stoßfänger an sich ist noch fest, hier ist er komplett verkratzt, hier ist der Sensor noch kaputt bzw. vermackt, obwohl Park Distance Control funktioniert. Hier haben wir auch einen schönen Fetten drin. Ja, also der Stoßfänger, der wird lustig in der Wurst sein. Jetzt mal aufmachen. Hier scheint also wirklich der Stoßfänger eine Menge abgehalten zu haben. Also hier sieht man so schön, dass der Lack hier hochgekommen ist. Also der hat den mittig mit seiner Stoßstange mittig auf dem Nummernschild getroffen und dann ist das Ganze wahrscheinlich hier reingedrückt und hier oben ist der Lack dann auseinandergeplatzt. So, sonst hier der Spalt. Na, stimmt noch. Und hier der Spalt stimmt also auch noch. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Also auf jeden Fall neuer Stoßfänger, würde ich fast sagen. Aber das wird sich gleich noch im Detail angeguckt. Ja, es soll also richtig schön gerumst haben. So Unfälle sind ja generell sehr, sehr laut. Und jetzt gucken wir uns das Ding mal vorne an. Wie gesagt, wir sind also vorne auf den nächsten geschoben worden. Und so sieht jetzt das Auto von vorne aus. Also, gut, Nummernschild, ne? Also genau hier, zack, hier rein. Was ist passiert? Hier stimmt der Spalt nicht mehr. Ja, wenn wir jetzt hier gucken. Hier, man sieht auch, dass die Haube höher steht. Und wenn man sich jetzt mal den Spalt hier anguckt und den, ist entweder der untere Teil schief, was ich fast vermute, oder die Haube hat auch irgendwie noch einen abgekriegt. Ich hoffe es mal nicht. Es wäre schön, wenn die wenigstens bleiben könnte. Aber es sieht so aus, als müssten wir vorne auch einen Stoßfänger haben. Hier. Ja, richtig schön, ne? Wenn man jetzt mal guckt, wie verbogen das Nummernschild ist. Also er hat richtig schön hier eingekriegt und wahrscheinlich ist das dann alles vorne nach außen gekommen. Aber ansonsten sieht der Stoßfänger noch heile aus. Gut, das Nummernschild müssen wir auf jeden Fall neu machen. Ist natürlich alles mega blöd. Ja, ich habe jetzt mal die Haube aufgezogen. Gucken, ob wir da noch irgendwas sehen. Ja, also hier sind zumindest schon mal keine Scheinwerferhalterungen gebrochen. Wenn ich jetzt allerdings hier gucke, hier hat sich doch, ja, dieses Teil hat sich doch nach hinten verschoben. Ja, hier sind so die Abdrücke. Ist aber zumindest nicht gebrochen. Auch hier, seht ihr, wie der Schraubenkopf minimal versetzt ist. Ansonsten hier, das ist alles heile, das scheint noch heile zu sein und das scheint auch noch heile zu sein. Allerdings hat sich das wahrscheinlich alles verschoben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir das so wieder hinbekommen. Haube an sich, na, die scheint wirklich noch okay zu sein, aber Haubenschloss, ja, jetzt gucken wir mal im Kühler oder so, ob da noch irgendwas ist. Aber ich glaube, das sieht alles noch ganz prächtig aus. Also ich denke mal, dass alles das, was jetzt hier ist, zu weit nach außen gekommen ist. Also hat sich so nach vorne weggeklappt und hier einer hauptsächlich reingeballert ist und dann hat sich das Ganze nach vorne weggedreht. Auch hier, wenn wir jetzt hier mal schauen, hier ist der Spalt. Und wie groß hier der Spalt ist. Ja, Scheinwerfer. Gucken wir noch mal eben. Hier. Ja, zu hier. Das passt an sich noch. Ja, keine Ahnung. Ja, müssen wir gucken, wie wir mit diesem Schaden hier vorne umgehen. Vielleicht reicht es, wenn wir der Stoßfänger wieder eingepasst werden muss. Vernünftig. Aber neue Kennzeichenhalterung dran auf jeden Fall und neues Kennzeichen brauchen wir auch auf jeden Fall. So, wenn man jetzt mal vom Weiten guckt, kann man also erkennen,
dass gerade hier der Unterschied ist, da zu da, dass der Spalt natürlich riesengroß ist hier. Ja, so groß war der vorher nicht. So sieht das Ganze aus. Ja, das ist also dran. Und jetzt werden wir gleich mal schauen, was derjenige sagt, beziehungsweise was nachher da für eine Summe bei rumkommt, beziehungsweise was dann wirklich auch gemacht werden muss. Also es gibt ja Leute, die sagen sich, okay, es ist mal einer reingefahren, da freut man sich dann, weil man dann Geld bekommt. Also ich gehöre zu diesen Leuten überhaupt nicht, weil ich natürlich möchte, dass meine Sachen heile bleiben. Dafür werden meine Autos viel zu häufig verwendet und ich habe auch jetzt irgendwie nicht große Lust, mit so einem verbeulten Eimer durch die Gegend zu fahren. Aber letztendlich müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Gerade vorne scheint also der Stoßfänger verbogen zu sein. Ob wir den dann wieder eingepasst bekommen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hinten, der wird auf jeden Fall hin sein. Und so wie es aussieht, ist die Heckklappe zumindest schon mal heile geblieben. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil ich sag mal, Heckklappe dann auch nochmal lackieren. Motorhaube scheint auch heile geblieben zu sein. Das werden wir dann auch nochmal im Detail prüfen. Den brauchen wir dann auch nicht lackieren, das ist auch schon mal gut. Also ich habe da nicht den mega Bock drauf, weil meine Autos viel zu viel benötigt werden, dass ich Zeit für solche Späße habe. Aber sowas passiert und ich glaube auch, dass die Zeiten, wo ich sag mal Versicherungsschäden Geld gebracht haben, auch lange vorbei sind. Weil was wird passieren? Wir werden ein Gutachten bekommen und oder einen Kostenvoranschlag und dann werden wir mal gucken, wie kulant die Versicherungen generell sind. Und früher, oder ich sag mal, früher ist man dann, ich sage es jetzt extra mal früher, weil es sicherlich schon eine Zeit lang her ist, da wurden dann die Originalstundenverrechnungssätze genommen, es wurden Originalteile genommen und dann kam vielleicht irgendwann mal eine Summe X zum Vorschein. Jetzt ist es aber so, dass durchaus die Versicherungen sagen, Mensch, dein Schaden, der wird nicht, der ist keine 3000 Euro, sondern wir kennen jemanden, der macht das für 1500 Euro. Und dann kann es sein, weil das Auto nicht durchweg bei Seat zum Beispiel war, ne? Also warst du nicht komplett immer bei Original, kannst du auch wahrscheinlich nicht den Originalstundensatz und die Originalreparatur als Unfall einreichen, ja? Sondern dann sagen die, okay, Original kostet es 4000 Euro, es gibt aber eine Werkstatt, die macht das für 2000 Euro, bitte nutzt diese Werkstatt und dann stehst du da, 2000 Euro, und dann willst du es selber machen, dann geht in der Regel noch die Mehrwertsteuer runter. Die Mehrwertsteuer bekommt ihr ja nicht, wenn ihr nichts machen lasst, fällt auch keine Mehrwertsteuer an. Dann zieht ihr davon noch 20% ab. Das heißt also, mit richtig Geld verdienen durch Unfälle, würde ich sagen, kann ich nur jedem vom abraten. Erstens gehört sich das nicht, also mutwillig sowieso nicht. Und zweitens, siehst du jetzt, wir haben sonntags morgens, wir haben 8.26 Uhr. Und sonntags morgens um 8.26 Uhr kann ich mir 1000 andere Dinge vorstellen, die ich jetzt lieber machen würde. Aber die Autos werden in der Woche gebraucht und ich habe jetzt hier den Vorteil, dass ich eben einen guten Kumpel habe, der sich das mal eben anschaut. Und wir werden mal gucken, was der gleich sagt. Bin ich gespannt. Leute, das Auto wurde sich jetzt angeguckt und wie das eben so ist. Also da, ich würde euch immer empfehlen, jemanden dazu zu nehmen, der Ahnung davon hat. Also ich sag mal generell, wenn er einen Unfall gebaut hat, viele Dinge sind dann auch irgendwo so ein bisschen versteckt. Und wir haben jetzt gerade noch mal hier mal eben das Nummernschild gerade gebogen. Ja, ihr habt jetzt gerade gesehen, dass dass er hier wie so ein V drin war. Und das Problem ist wirklich, dass also das, was man gar nicht sieht, ist, dass durch den Unfall der komplette Stoßfänger, nämlich bis zu diesem Träger, der jetzt hier hinten ist, ja, kann man wahrscheinlich etwas schlecht sehen, hier hinten ist ja dann der eigentliche Aufprallschutz, theoretisch reingedrückt wurde. Und dann natürlich hier auch das Gitter unten kaputt ist und natürlich auch diese Halterung vom Stoßfänger. Also von außen sieht man fast nichts, aber wenn man dann praktisch hier diesen Grill rausnimmt, dann sieht man, dass der also wirklich einmal komplett als Fußgängerschutz, seht ihr jetzt, wie weich das Ganze ist. Ja, und dabei ist natürlich dann der Stoßfänger vorne nach vorne geklappt und letztendlich stimmt der Spaltmaß nicht mehr. Wir hatten also jetzt gerade mal eben ganz kurz den Grill raus, nur ein Schild haben wir jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen festgemacht hier wieder. Aber so sieht's aus. Ja, hier unten haben wir jetzt noch was, aber da müssen wir überlegen, wie wir jetzt damit umgehen. Haube ist zumindest heile.
Und ja, und das sind dann so diese versteckten Dinge, die man dann von außen gar nicht sieht. Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, Mensch, Stoßfänger ist eigentlich gar nichts dran, aber der sagte dann, komm, lass uns mal eben den Grill rausnehmen, mal eben Nummernschild abmachen und zack, bumm, bist du auf einmal wieder schlauer. So, jetzt liest man ja gerade bei Gutachten, gute Gutachten, schlechte Gutachten, wann brauche ich ein Gutachten? Und ich habe jetzt gerade noch mal eben mit ihm gesprochen und der sagt, dass man generell eigentlich einen Gutachter ja, holen kann oder holen sollte, einfach nur, um sich das anzugucken. Auch ein Gutachter kann einen Kostenvoranschlag schreiben. Natürlich könnt ihr auch in die Werkstatt fahren, wo dann auch ein Kostenvoranschlag gemacht wird. Allerdings Gutachter muss kommen, wenn ein Gutachten geschrieben werden soll. Und er hat jetzt mir noch mal grob die Regeln, die sich natürlich auch ständig ändern. Ja, die Versicherungen sind ja auch nicht blöd. Mir grob die Regeln praktisch erklärt. Es gibt dann immer die Aussage, in dem Fall ist es jetzt ein Seat, jetzt gebe ich das Auto bei Seat ab und dann wird das einfach so repariert. Das kann man so machen. Letztendlich ist es aber so, wir wollen ja wahrscheinlich, das weiß ich jetzt noch nicht, nach Gutachten abrechnen. Und dann passiert Folgendes, das Auto war jetzt nicht durchweg bei Seat. Sprich, wenn ihr ein Auto fahrt, Mercedes, Opel, was auch immer, und das Auto war nicht durchweg beim OE-Hersteller in der Inspektion, ist also wirklich von OE-Checkheft gepflegt, dann bekommt ihr bei Reparaturen nur den ortsüblichen Stundenverrechnungssatz. Was bedeutet das? Die Originalkarosserie-Stundenverrechnungssätze sind natürlich um einiges höher als in den freien Werkstätten. Das heißt, dieses Gutachten wird jetzt basierend auf Basis freier Werkstätten praktisch gemacht. Nehmen wir an, da ist der Stundenverrechnungssatz nur noch 80 Euro. So. In dem Fall werden jetzt Originalteile zwar zur Kalkulation herangezogen, allerdings arbeiten ja viele lokale Originalhersteller noch mit sogenannten Aufschlägen. Ja, das heißt, die dürfen dann aus dieser unverbindlichen Preisempfehlung, wie es heißt, nehmen wir mal 100 Euro, dürfen die dann meinetwegen noch 10% draufhauen. So 10, 110 Euro dann. So, das wird nicht gemacht, sondern es wird immer die unverbindliche Preisempfehlung des Originalherstellers genommen. Kostet also irgendwas 100 Euro, ist das die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, wird auch 100 Euro ins Gutachten eingetragen. Arbeitet der, ja, der Teillieferant oftmals wirklich mit Zuschlägen, haut also selber nochmal 5 oder 10% drauf, werden die in dem Gutachten nicht berücksichtigt. Ja. Jetzt hatten wir hinten nochmal geguckt, also hinten der Stoßfänger ist auf jeden Fall kaputt, vorne ist er kaputt, vorne ist unten, also wie gesagt am Kennzeichen, das ist auch alles kaputt, also wirklich genau hinschauen macht Sinn. Und ihr kriegt, das hat er jetzt auch gerade gesagt, ihr kriegt praktisch nur bis zu einem Fahrzeugalter von 3 Jahren wirklich die Kosten einer OE-Werkstatt ja, gut geschrieben. Was bedeutet, ist euer Auto jetzt keine 3 Jahre alt, könnte ich jetzt mit dem direkt nach Seat fahren, dann würden alle Kosten übernommen werden. Ist euer Auto älter und nicht Checkheft gepflegt, dann wird ortsübliche Stundenverrechnungssätze genommen. Und die sind natürlich bundesweit total unterschiedlich, aber regional wird man das dann erfragen und diese Sachen werden dann in das Gutachten eingetragen. Ja, wir werden jetzt mal schauen, was das letztendlich für Kosten sind. Und ich bleibe dabei, nehmt euch jemanden dazu, der Ahnung hat. Es ist schnell was übersehen. Und manchmal ist es eben so, dass wir jetzt gerade vorne die Stoßstange, ich sag mal die ersten 15 cm sind Fußgängerschutz und dann wird so ein Auto richtig hart. Ja, das heißt aber nicht, dass er nicht kaputt geht. In dem Fall ist der Stoßfänger jetzt wahrscheinlich einmal eingeklappt, ist dann wieder rausgesprungen und dabei sind natürlich diverse Sachen auch kaputt gegangen. Deswegen macht oftmals auch eine Zerlegung Sinn. Ja, also das ist schon nicht ganz unwichtig. Ja, wir brauchen jetzt ungefähr eine Woche bis 14 Tage, bis ich das Gutachten habe. Und dann schauen wir mal, wie man mit diesem Thema umgeht. Also ich hätte es schon ganz gern wieder schön, weil ich eigentlich keine große Lust habe, mit so einem Bolleneimer durch die Gegend zu fahren. Ja, Kennzeichen haben wir wieder dran gemacht. Es wird ja auch immer so ein Gesamtzustand des Autos ermittelt. Ja, das heißt, in dem Fall ist er schon mal repariert worden, ist das Auto erstmal auch verkehrssicher. Ja, sind da die richtigen Reifen und Felgen drauf, Kilometerstand wird notiert und daran wird natürlich dann auch ein Wert des Fahrzeugs irgendwo ermittelt. Und dann schauen wir mal, was das Auto für einen Restwert hat, beziehungsweise wie hoch die Reparaturkosten letztendlich sind. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, in diesem Video war es das jetzt erstmal und ich melde mich, sobald sich der Status ändert und sage bis dann danke und tschüss.
We'll be right back.